Brille rauf und einen schönen guten Morgen. Okay. Wir sind in Alt-Dorice in Südtirol, bei Sterzing und wollen heute zur... Genau, frage ich mich auch auf dem Tag, was so los ist, zur Fahrt ins Blaue wollen wir. Ja, genau. Nein, das Ziel ist noch nicht ganz bekannt, weil wir nicht genau wissen, was das Wetter tut. Wir haben zwei Alternativen. Wir fahren einmal ins Riednauernäche, schauen, wie es dann weitergeht, ob wir uns da links, rechts halten, südlich fahren, nördlich fahren, was wir da so machen und drüber fahren, wissen wir nicht. Wir haben alle Alternativen einmal offen lassen. Auf jeden Fall bleibst du jetzt dran, das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ist auch spannend, ja. Dann packen wir so. Bei mir ist so, erstes Mal lockere Tour mit dem neuen Conway, mit dem WME 329. Das ist ein Einsteigermodell Enduro, 29 Zoll, richtig sexy. Mazzocchi Bomber Z2, glaube ich, in Espresso-Design, schaut wirklich cool aus. Da meinst du echt, der Kaffee kommt schon unten raus. Aber passiert noch nicht, schade eigentlich. Die Mazzocchi Girls brauchen wir da noch. Und ja, echt eine coole Sache. Ich bin jetzt schon zwei Tage am Weg gewesen, ein bisschen im Bikepark, haben wir das Fahrwerk einfahren. Und gestern bin ich so 800-900 Höhenmeter geradelt. Wow, dreht sich echt super, super Geo. Und ja, wie gesagt, heute mal die erste längere Tour mit alpinen Sachen. Könnte eine nicht super fein. Ja, für die. Ja, für mich. Passt. Jetzt gehen wir es auch wirklich so. Genau, oder 26. Vicky, fahr da mit 4 jetzt noch. Oder fährst du nur 20 Zoll auf Radl? So, wir sind jetzt drinnen in Uckheimer beim Bergbaumuseum. Eine super Sache, ein Kuhbeauflauf, auch also eines gleich, 60 da hinten. Da läuft ein neues, immer gut, was irgendwie läuft vom Kuh. Ja, weil es total. Genau. Wir haben es jetzt entschieden, wir fahren auf den Schneeberg Scharten. Er sollte funktionieren. Soll es dann aber immer noch so schlecht sein, kommen wir da über ins Riednau nachfahren. Unser Plan war aber drüber fahren über die Schneeberg Scharten ins Baseiertal, St. Leonhard, mit dem Shuttle auf den Jaufenpass und von Jaufenpass wieder auf Sterzing zurück. Das soll es einmal sein. Genau, drin schaut echt ganz cool aus, der 60 ist da unten. Die zugehörigen Gebäude, das Museum und den ganzen Schienenverkehr, was da mal gehabt hat, den Bergbahn. Wirklich eine coole Sache. Wir können es leider nicht durchschauen, aber ich denke, auf dem Weg finden wir schon ein bisschen was hergeht. Cool. Dann dreht man, oder? Steil, ha? Voll. Wunderschön. So schön. Wir sind ziemlich kurz vor der Scharte. Wirklich, wirklich sehr impulsant die ganze Tour. Wow, anstrengend. Mag es schaffen. Schuhe da. Luft erst morgen. Nein, noch geht's. Nein. Die letzten Meter kämpfen wir. Und haben es gleich geschafft. Einfach eine irre Aussicht da oben. Wirklich gut. Wahnsinn, bis in die Dolomiten euch sieht man. Trotz der Bewölkung. Und echte Bombe. Da hinten ist die Mauer Schatten. Ein gewaltiges Highlight. Weil die Militärstraße auch ein bombastischer Trail. Aber für uns heißt es jetzt straight ahead. Und wir sollten bald einmal oben sein. Und richtig krasses Fano. Wow. Wow. Making off for making off. Ja, bam. Puh. Ja. Yeah.
geil. Ja, cool.
Aber komm gleich anders stoppen auch mal. Die
flach. Even the divine.